Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Tagung heute, zu der ich jetzt hier oder auf der ich zu Ihnen sprechen darf, zum Thema Tourismus in Nationalparken, in deutschen Nationalparken, wo ich gerne einsteigen möchte mit folgendem Screenshot der Homepage der Deutschen Zentrale für Tourismus, die, denke ich, die meisten von Ihnen so nicht kennen werden, was auch ganz okay ist, weil das eigentlich auch die Deutschen selbst nicht ansprechen soll, sondern die Deutsche Zentrale für Tourismus, DZT, versucht eigentlich in der Hauptsache, den Tourismus sozusagen nach außen zu tragen, ins Ausland. Und weswegen ich diesen Screenshot hier eben dann mitgebracht habe, ist einfach zu zeigen, dass wir Deutsche und Deutschland eben jetzt nicht nur dort als, wie das natürlich gerne gemacht wird, Land der Dichter und Denker eben vorgestellt und angepriesen werden, sondern dass Deutschland hier eben auch mit seinen Naturlandschaften eben auch versucht zu punkten und eben Nationalparks als eine wesentliche Kategorie in diesem Zusammenhang eben auch ganz aktiv beworben werden. Ja, ich möchte Ihnen jetzt etwas näher bringen eben zu den ökonomischen Wirkungen des Tourismus in deutschen Nationalparkregionen, einem Thema, das sich Herr Job, mein sozusagen Chef, und auch viele Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Jahren, kann man mittlerweile sagen, schon wirklich sehr eingehend gewidmet haben. Und in dem Sinne habe ich mit Ihnen jetzt im Folgenden das Programm vorgesehen. Zunächst erstmal ganz allgemein eben vielleicht ein paar Worte zum Thema Ökonomie und Nationalpark zu verlieren, um dann tatsächlich Ihnen ein paar Daten an die Hand zu geben, was es heißt, wie viele Besucher halten sich in diesen Regionen überhaupt in Deutschland auf, was treibt die Besucher überhaupt dorthin, und last not least dann eben ein paar Worte auch zur Ökonomie dann eben Ihnen mitzugeben, bevor es zum Schluss hin ein kleines Fazit geben soll. Beginnen wir mit so ganz allgemeinen Dingen, was Ökonomie angeht und der Frage natürlich, inwiefern jetzt ein Nationalpark mit Ökonomie in Verbindung gebracht werden kann, wo wir wissen, dass dieses Gebiet ja zunächst mal sich dadurch auszeichnet, dass es komplett aus der Nutzung genommen wird. Dahingehend einfach gesagt, möchte ich natürlich hier klarstellen, dass es natürlich nicht um Ökonomie geht, die jetzt in dem Gebiet in dem Sinne stattfindet, sondern wenn ich von den ökonomischen Wirkungen des Tourismus rede, es immer nur darum geht, wie die Region, die sozusagen direkt als Anrainerregion eben um einen Nationalpark besteht, von diesem Gebiet profitieren kann, von dem Tourismus, der dort stattfindet. Ja, wie passiert das? Sie alle, denke ich, waren ähnlich schon mal unterwegs, sei es in einem der deutschen Gebiete oder halt irgendwo auf der Welt, sage ich mal. Letztendlich ist das Prinzip überall das Gleiche. Man geht eben in eine Region als Urlauber und betätigt sich dort eben jetzt, in dem Falle vielleicht als Wanderer. Und in der Regel ist es so, unabhängig davon, ob man über Nacht bleibt oder auch vielleicht nur einen Tagesausflug macht, dass man mit seinem Aufenthalt eine gewisse oder gewissermaßen ein paar Dinge womöglich konsumiert, sei es, dass ich nur irgendwo einkehre, sprich essen und trinke, sei es, dass ich darüber hinaus eben über Nacht bleibe und dann auch noch weitere Leistungen, die in der Region angeboten werden, in Anspruch nehme. Diese Leistungen, die jetzt zunächst mal Sie als Touristen in Anspruch nehmen, die bedürfen allerdings gewisser Vorleistungen, damit sie überhaupt dann eben so angeboten werden können, wie man das dann eben als Tourist in Anspruch nimmt. Sei es, dass dann eben örtliche Handwerker dafür verantwortlich sind, Hotelbetriebe von Zeit zu Zeit eben wieder auch instand zu setzen, auf den neuesten Stand, wenn man so möchte, zu bringen. Sei es aber auch nur, wenn man so an den Alltag eines Gastbetriebes eben denkt, dass man eben auch entsprechend als Hotelbetrieb womöglich den Bäcker in Anspruch nimmt, indem man halt die Brötchen am Morgen den Gästen darbieten möchte. Sei es, dass man als Restaurantbesitzer natürlich irgendwo sein Fleisch beispielsweise eben auch anschaffen muss, etc. Also sprich, man hat eine in der Regel im besten Falle regionale Vernetzung, wenn es darum geht, eben seine Angebote, die man den Touristen dann eben anbieten möchte, dann auch eben so anbieten zu können. Und im besten Falle funktioniert das dann eben im Sinne eines regionalen Kreislaufs, wo man nur appellieren kann tatsächlich, dass natürlich die Touristiker dann eben auch sich versuchen, möglichst regional zu versorgen, damit dann eben solche Kreisläufe auch geschlossen werden können. Damit zu dem Punkt Tourismus in deutschen Nationalparkregionen. Wie stellt sich dieser dar? Hier sehen Sie einen Ausschnitt aus einer Veröffentlichung Ende der 1990er Jahre, was bis dato eben so Stand der Dinge gewesen ist, wenn es darum geht, wie viele Leute besuchen eigentlich deutsche Nationalparkregionen. Und das war bis zu dem damaligen Zeitpunkt eben vielfach, Sie sehen es anhand einfach auch der vorangestellten Circa-Angaben. Das war einfach vielfach nicht bekannt, beruhte dann so auf Einschätzungen,
gegebenenfalls im besten Falle auf ja, Parkplatzzählungen, die vielleicht stichprobenartig gemacht wurden, aber in der Regel ist man selten wirklich systematisch vorgegangen. Man hatte gewisse Größenordnungen, Sie sehen es im Falle des Harzes, steht hier sogar ein Fragezeichen, was jetzt hier eben die Kolleginnen und Kollegen damals eben so geschrieben hatten, weil es wahrscheinlich einfach vielleicht zu schwierig gewesen ist, jetzt dieses Gebiet hier dahingehend eben dann einzuschätzen. Was ich sagen will, ist eben, man war sich gar nicht darüber im Klaren letztendlich, wie viele Besucher diese Gebiete dann eben aufgesucht haben. Und um dem zu begegnen und darüber hinaus dann eben auch eine Aussage treffen zu können, ja, was treibt tatsächlich die Leute in diese Region und sind es dann eher Tagesgäste beispielsweise, sind es eher Übernachtungsgäste, also auch Aussagen über die Struktur zu machen und eben dann auch darüber, wie viel Geld lassen sie denn in ihrer Region während des Besuchs, haben wir in unserem Team uns eben eine Methode ausgedacht, die versucht eben all diese Tatbestände hier eben festzuhalten. Das kombiniert letztendlich drei Erhebungsinstrumente, die dazu notwendig sind. Zum einen, ganz banal, ganz oben hier angetragen, ja, wird gezählt, ja, und zwar an bestimmten Tagen während einer touristischen Saison geht man her, versucht eben die Besucher an bestimmten Standorten, wie wir gleich noch sehen werden, zu erfassen und auf Basis dieser Zähltage dann eben auf das Jahr anhand bestimmter Parameter hochzurechnen. Darüber hinaus werden sogenannte Kurz- oder Blitzinterviews geführt, die uns Auskunft darüber geben sollen, ja, inwiefern eben es tatsächlich sich um Tages- oder Übernachtungsgäste in der Hauptsache handelt, was so touristisch gesehen und was dann auch die Ökonomie betrifft, so der wesentliche Faktor ist, den man zu unterscheiden hat an der Stelle. Und last not least, als drittes werden dann eben ausführlichere, lange Interviews geführt, die uns eben dann Auskunft geben über die Motivation der Besucher, über deren Ausgabeverhalten und einiges mehr, je nachdem, was auch zum Teil vielleicht für spezifische Fragestellungen existieren. Am Beispiel des Harzes jetzt einfach nur mal kurz gezeigt. Hier waren wir im Jahr 2012, 2013 unterwegs, wie dann sowas auszusehen hat. Also wir haben das Gebiet des Nationalparks und Sie sehen jetzt hier eben die einzelnen Erhebungsstandorte, an denen wir uns damals während unserer Erhebungszeit dann eben aufgehalten haben, die zum Teil ganzjährig besetzt wurden, die zum Teil dann aber auch im saisonalen Wechsel, also Winter, Sommer vor allem, besetzt wurden und die eben die Basis, die wesentliche Basis dann eben dafür darstellten, dass wir unsere empirischen Daten gewonnen haben. Und das passierte eben jetzt nicht nur im Nationalpark Harz 2012 und 2013, sondern tatsächlich mittlerweile, das umfasste dann so rund 15 Jahre Forschungsarbeit, wenn man das so sagen darf, eben in allen deutschen Nationalparkregionen, wie wir gleich auch noch anhand zu vergleichender Betrachtungen sehen werden. Damit würde ich jetzt zu dem ersten empirischen Tatbestand, nämlich der Besucherzahlen, kommen wollen und einfach auch nochmal Ihnen jetzt hier nochmals für den Harz zunächst beispielhaft zeigen, wie das eben dann so aussieht. Man hat also ein Erhebungsjahr, in dem Fall eben das Jahr 2012-13. Sie sehen es vom 1. Juni 2012 bis zum 31. Mai 2013 haben wir jetzt uns eben hier unser Erhebungsjahr definiert, das sich dann in unterschiedliche Saisonabschnitte einteilt, Wintersaison, Sommersaison und jeweils dazwischenliegende Nebensaisonabschnitte, also Frühjahr und Herbst. Und dann unterscheiden wir dahingehend auch noch eben, ja, handelt es sich um Wochentage oder Wochenendtage in den jeweiligen Saisonabschnitten und eben dann, das bedeutet hier das GW bzw. das SW, handelt es sich um Gutwettertage oder Schlechtwettertage. Also sprich, das sind so die Merkmale, die wir an der Stelle dann eben differenziert haben. Wir sind dann eben ins Feld gegangen, haben an bestimmten zuvor festgelegten Tagen eben zunächst mal einfach Zählungen vorgenommen. Sie sehen das jetzt nun hier für den Harz eben auch nochmal 20 Tage insgesamt, wo wir eben jetzt hier die einzelnen Zählergebnisse vorliegen haben, wo eben ein Tag, nämlich der 19.05., der Vatertag im damaligen Jahr, halt besonders heraussticht, wo wir wirklich extrem hier Besucherfrequentierung zu verzeichnen hatten. Im Gegensatz dann eben zu den weiteren Tagen, die wir jetzt hier erfasst haben, wo dann so die Spitzen, ja, Sie sehen es ja selbst, bei rund 10.000 Besuchern, die wir eben jetzt über das Gebiet hinweg erfasst haben, am 30.06. einmal und am 21.10. in dem Zusammenhang das zweite Mal erfasst hatten. Diese Zähltage stellten dann die wesentliche Basis dar, um eben anhand der zuvor jetzt dargelegten Parameter, gute Schlechtwettertage, Wochenend- und Wochentage, beziehungsweise die Saisons, letztendlich eine Hochrechnung auf
das gesamte Jahr vornehmen zu können. Hier sehen wir jetzt nun die Wochenwerte, die sich dann eben auf Basis eben dieser Hochrechnung ergeben haben für den Nationalpark Harz, wo wir, wenn man dann so eine Trendlinie hin drüber legt, sehen kann, es gibt hier, wenn man so möchte, so zwei Gipfel, wenn man so möchte, nämlich im Frühjahr und im Herbst. Und die Sommersaison ist eben hier ein bisschen weniger stark frequentiert, was sich eben gar nicht so untypisch zeigt für deutsche Mittelgebirgsregionen, die eben jetzt eher, sage ich mal, durch Kurzurlaube, 3 bis 4 Tage halt, wesentlich geprägt sind, sage ich mal so, die dann eben, Sie wissen es selbst vielleicht aus eigener Erfahrung, halt vielfach gerne dann eben im Frühjahr und Herbst unternommen werden, während halt im Sommer, in der Sommersaison dann eben der Haupturlaub stattfindet, der ja zumindest die Mehrheit der Leute vielleicht dann eher halt nochmal weiter weg in ja, andere Länder womöglich dann eben auch führt, sodass dann eben jetzt nicht unbedingt hier der Hauptausschlag zumindest zum damaligen Zeitpunkt gegeben war. Was heißt das für den Harz in der Hochrechnung dann? Wir hatten also rund 1,75 Millionen ja, Besuchstage hier zu verzeichnen, wovon wir feststellen konnten, dass sich das circa halb-halb verteilt hat auf Übernachtungsgäste und auf Tagesgäste. Und was beim Harz auch ganz spannend war, dass man sehen kann, dass eben rund 2/3 eigentlich der gesamten Besucher, die wir jetzt erfasst hatten, sich nur, das wundert nicht, wer das Gebiet kennt, eben auf diese beiden Standorte Brocken und Torfhaus eben konzentriert hat. Was insofern spannend ist, ja auch für eben auch, denke ich, den Nationalpark, die Verwaltung des Nationalparks, weil natürlich durch solche, sage ich mal, Besucherschwerpunkte andere Gebiete im Nationalpark eben dann dadurch auch möglichst, ja, in Anführungszeichen, vom Touristen in Ruhe gelassen werden, was ja im Sinne dessen, was der Nationalpark bezwecken soll, auch gar nicht schlecht ist. Hier dann jetzt die Vergleichsschau. Sie sehen es ganz unten, die Untersuchungsjahre jetzt. Also es hat sich eben einige Zeit hingezogen, wenn man so sagen darf. Und wir sehen hier vor allem eine Zweiteilung. Wir haben hier deswegen extra auch noch in Grau unterlegt und ein bisschen abgesetzt. Unsere sogenannten eben Meeresnationalparks mit den Wattenmeeren und der vorpommerschen Bonnlandschaft. Und die haben einfach vom Niveau her, was die Besuchstage angeht, Sie sehen es, da gilt dann hier die linke Skala, sind ja einfach ein anderes Niveau von eben der Besucherfrequentierung im Vergleich dann zu den, sage ich mal, terrestrischen Nationalparks, die wir hier abgetragen haben, die dann eben vom Niveau her deutlich eben weniger Besucher eben auf sich zu vereinigen haben. Was die Strukturen angeht, die wir jetzt hier in dem Diagramm mit diesen Gelbtönen noch sehen können, ist eben jeweils der Anteil der Tagesgäste und auch da gibt es sehr viel, also sehr große Unterschiede. Hier im Harz war es eben, wie zuvor schon gesagt, circa halb-halb. Ja, es gab eben aber auch Beispiele wie den Hainich, wo es jetzt sich verändert hat. Die haben jüngst gerade eine Studie sozusagen wiederholt, diese Studie, und das stellt sich mittlerweile anders dar, aber zum damaligen Zeitpunkt war es ähnlich wie in der Eifel zum Beispiel, hat 3 von 4 Personen waren eben Tagesgäste und nur 1/4 der jeweiligen Gäste Übernachtungsgäste. Und im umgekehrten Fall kann man hier die ja, wiederum Meeresnationalparks eben sich vor Augen führen, was, denke ich, wenig wundert, weil man eben gemeinhin seinen Badeurlaub halt ja, etwas länger macht oder langfristiger plant und auch dann eben länger vor Ort bleibt, wo die Tagesgastanteile extrem gering gewesen sind. Soweit zu den Besucherzahlen. Im zweiten nun zu dem, was wir unter Besucherbefragung, wenn man so möchte, hier betrachten wollen. Da geht es uns neben anderen Dingen vor allem darum festzuhalten, ja, inwiefern treibt eigentlich der Nationalpark als solcher die Leute eben in dieses Gebiet. Ja? Besuchen sie diese Region wirklich, weil sie Kenntnis über den Nationalpark haben, weil sie da tatsächlich eben aktiv dieses Gebiet aufgesucht haben aufgrund des Nationalparks, oder sind sie mehr oder weniger zufällig da, oder was natürlich wenig wundert, womöglich bei den Leuten, die halt aus der näheren Umgebung kommen, weil sie ohnehin natürlich dieses Gebiet schon immer aufgesucht haben, völlig unabhängig, ob sie es Nationalpark nennt oder nicht. Dahingehend jetzt am Beispiel des Nationalparks Berchtesgaden einfach mal gezeigt, die Bekanntheit eben dieses Schutzstatus Nationalpark, die wir gestützt abgefragt haben. Gestützt heißt in dem Fall nichts anderes, als dass wir eben gesagt haben, also die Touristen gefragt haben, ja, ob sie eben eine der folgenden Schutzgebietsbezeichnungen eben für dieses Gebiet, in dem Fall im Nationalpark Berchtesgaden, eben auch zuzuordnen wüssten. Dann liest man eben einen Naturpark vor, ein Biosphärenreservat, ein Naturschutzgebiet und irgendwann vielleicht auch mal den Nationalpark, um dann eben feststellen zu können, okay, sie machen das Kreuz womöglich an der richtigen Stelle.
Und im Nationalpark Berchtesgaden sehen Sie, es waren es eben rund 3/4 der Personen, die das eben dann auch an der Stelle richtig gemacht haben. Um jetzt hier nicht alle, aber einen Teil wenigstens der deutschen Gebiete hier mal vergleichend darzustellen, sieht man, dass das eigentlich in vielen Fällen ja ähnlich sich darstellt. Also sprich auch so im Bereich 3/4 und ein bisschen mehr. Einzig hier auch ein Gebiet, das sich durch Bädertourismus ja in der Hauptsache auszeichnet, durch diese lange Tradition als Kurdestination, das niedersächsische Wattenmeer in dem Fall, wo es jetzt an der Stelle im Vergleich zu den sonstigen Gebieten halt doch einen vergleichsweise geringen Prozentsatz gegeben hat, was mit knapp der Hälfte natürlich immer noch nicht schlecht ist, aber man sieht es jetzt hier eben im Unterschied doch ein gewisser Abfall festzustellen. Im Weiteren hatten wir an späterer Stelle dann im Rahmen der Befragungen einfach nochmal eine Kontrollfrage eingebaut, ja, wo wir wirklich aktiv danach gefragt haben, die Probanden, inwiefern halt eben jetzt sich bei dem Gebiet um einen Nationalpark handelt. Das ist die Frage linker Hand, was dann hier in dem Fall bei Berchtesgaden eben 99% dann nochmals bestätigt haben. Und sofern diese Angaben dann vorher richtig gemacht wurden, ist derjenige oder diejenige dann befragt worden, welche Rolle denn der Nationalpark bei der Reiseentscheidung gespielt hat. Und Sie sehen jetzt hier eben diese Unterschiede. Er spielte eine sehr große Rolle, er spielte eine große Rolle, er spielte kaum eine Rolle oder er spielte keine Rolle. Und anhand dieser Frage haben wir dann letztendlich im Folgenden die Gruppe derjenigen Besucher festgelegt, die wir als, wenn man so möchte, Kerngruppe der Nationalparktouristen bezeichnen oder auch Nationalparktouristen im engeren Sinn. Das sind nämlich all diejenigen, die neben der korrekten Kenntnis über den Status als Nationalpark in dem Fall geäußert haben, dass der Nationalpark eine große bzw. sehr große Rolle gespielt hat. Für Berchtesgaden ist das mit diesem Ergebnis, dass dann auch beinahe die Hälfte sagt, es spielt keine Rolle dieser der Nationalpark bei der Reiseentscheidung, auch nicht groß verwunderlich, weil einfach dieses Gebiet sich auch ja, durch vielfach andere Merkmale auszeichnet, die auch schon vor dem Nationalpark und dem Bestehen des Nationalparks eben den Tourismus dorthin gebracht haben. Stichwort St. Bartholomä als eines der Königssee mit seiner Schifffahrt, der schon viel länger existiert jetzt als das Gebiet als Nationalparkgebiet, sind eben nur einige wenige Dinge, neben auch an der Stelle einem erklecklichen Anteil internationaler Touristen, die ja eben auch noch wegen ganz anderer Dinge, Stichwort NS-Vergangenheit, in die Region kommen und dann halt auch in das Gebiet des Nationalparks eben dann kommen, ohne überhaupt zu wissen, dass es da einen Nationalpark gibt. Um das jetzt nur kurz zu zeigen, beispielhaft für den Berchtesgadener Park, wie das dann eben jetzt hier aussah, ja, also diese Fragenbatterie, wenn man so möchte, aus diesen drei Fragen und dann eben letztendlich diesen beiden Fragen eben, was die Rolle angeht. Daraus ergibt sich dann jetzt eben für den Berchtesgadener Park ein Anteil an Nationalparktouristen im engeren Sinn von eben knapp 28%, wie wir hier sehen können. Und auch da ist es vielleicht ganz spannend, einfach mal zu sehen, wie sich das dann halt für Deutschland insgesamt darstellt, wo wir ja eine, sag ich mal, kleine Spitzengruppe haben, die so jenseits der 40% firmiert, ja, mit Müritz, Bayerischer Wald und dem Hainich. Nicht verwundern, warum die Müritz hier zweimal auftaucht, ähnlich wie Berchtesgaden. Das liegt einfach daran, dass es die beiden Gebiete waren, die jetzt zumindest bis dato eben diese Studien auch wiederholt durchgeführt haben und uns die Daten dann auch gleichermaßen vorliegen. Und darüber hinaus sehen Sie, dann gibt es eben ein breiteres Mittelfeld, hätte ich gesagt, ja, wo die Werte so um 25-30%, also rund 1/4 bis 1/3 aller Besucher zählen dann eben zu dieser Kerngruppe anzuführen werden. Und dann gibt es eben ja noch eine kleinere Gruppe an Parks, die wie jetzt eben auch das niedersächsische Wattenmeer an der Stelle halt nur einen relativ kleinen Anteil an dieser Kerngruppe vorzuweisen haben. Der Schwarzwald als Schlusslicht verwundert hier jetzt auch nicht. Da sei gesagt, die Aufnahme erfolgte quasi so im Jahr 1 des Bestehens, wenn man so sagen darf. Und in dem Sinne ist es natürlich nicht weiter verwunderlich, dass jetzt der Nationalpark Schwarzwald hier gerade mal etwas weniger als 10% dann eben auf sich vereint. Hier stelle ich fest, dass tatsächlich auch bei mir irgendwie irgendwelche Gegner am Werk waren, ja, oder Schnee gefallen ist. Auf jeden Fall fehlt hier so ein kleines Segment noch, aber man kann sich's denken. Einfach nur nochmal die Struktur dann dargelegt, ja, also in diese beiden Kerngruppen, Nationalparktouristen im engeren Sinn mit 27% und die sonstigen Nationalparktouristen mit eben 72,3% und dann nochmals jeweils eben unterteilt nach Tages- und Übernachtungsgästen. Was bei uns auch rauskommt, nur nochmal beispielhaft gezeigt,
wäre dann eben auch, eben, woher kommen denn die Leute? Und hier einfach mal mit dem Schwarzwald und Berchtesgaden zwei Gebiete mal gegenübergestellt, wo das halt sich sehr schön, sehr unterschiedlich darstellt. Berchtesgaden eben, ein Nationalpark, wo wir mehrheitlich Übernachtungsgäste haben mit über 75%, wo man dann auch sehen kann, das verteilt sich doch relativ stark aufs gesamte Bundesgebiet. Während im Nationalpark Schwarzwald, das sind dann diese gelben Säulenanteile, eben hauptsächlich Tagesgäste hier eben vorhanden sind, was wir an anderer Stelle schon gesehen haben und wo man einfach auch jetzt hier nochmal feststellen kann, wie das Einzugsgebiet eben dieses Parks eben sich darstellt. Und in beiden Fällen haben wir jetzt hier, das kann man kaum erkennen, ja, jeweils knapp 15% an Gästen, die aus dem Ausland gekommen sind, was in dem Fall bei Berchtesgaden jetzt nicht nur an den internationalen Gästen aus vor allem Asien liegt, sondern auch an der grenznahen Lage zu Österreich und hier entsprechend zu Frankreich. Und wo ich dann eben vielleicht nochmal auf die eingangs gezeigte Folie, diesen Screenshot der DZT zu sprechen kommen möchte, wo man einfach sagen kann, da besteht, sofern das denn gewollt ist, noch gewisses Potenzial, wobei bei gewollt man zum Beispiel bei Berchtesgaden sagen kann, da ist ein Mehr an Tourismus eigentlich gar nicht mehr gewollt. Ja, also die sind eigentlich froh, wenn es maximal so bleibt, wie es ist, weil es jetzt schon voll genug ist, um es mal so zu sagen. Damit zu dem, was wir jetzt noch eben auf ökonomischer Seite anhand jetzt dieser Daten, die wir bisher gezeigt haben, auch gemacht haben. Wir haben dann eben entsprechend noch Daten zum Ausgabeverhalten der Personen gezeigt und da schließt sich dann eben eine solche Berechnung an, die sich hier Wertschöpfungsanalyse nennt, auf Basis eben dieser Daten zu den Tagesübernachtungsgästen und deren durchschnittlichen Tagesausgaben, die wir sehr detailliert aufgeschlüsselt eben nach unterschiedlichen Kategorien erfasst haben. Rechnet sich dann zunächst der touristische Bruttoumsatz und ausgehend vom Bruttoumsatz dann unter Zuhilfenahme eben Kennzahlen wie der Mehrwertsteuer, die abfließt und anderen Dingen mehr, errechnet sich letztendlich dann ein Einkommen, das dann eben von diesen Touristen ausgeht, was wir dann, um es vergleichbar werden zu lassen, zu einem Einkommensäquivalent auf Basis dann der jeweiligen regionalen Einkommen in den Regionen umrechnen. Für den Nationalpark Harz, einfach nur nochmal das hier jetzt kurz dargelegt, ja, von einem Bruttoumsatz ausgehend von 75 Millionen Euro, die man da feststellen konnte, gab es dann eben zunächst den Mehrwertsteuerabfluss, dann kam man zum Nettoumsatz und vom Nettoumsatz ausgehend und auf Basis der Vorleistungen ließ sich das direkte und indirekte Einkommen errechnen, was dann in der Summe letztendlich dann ein Einkommen von rund 39,5 Millionen Euro für die Region bedeutet hat. Und jetzt dann eben vergleichbar und auch nochmal aufgeschlüsselt nach eben dieser Kerngruppe der Nationalparktouristen im engeren Sinn und der sonstigen Nationalparktouristen hier dieses Einkommensäquivalent in der Summe 2.313 Personen, die, wenn man so möchte, durch den Tourismus, der halt im Zusammenhang mit dem Nationalpark hier im Harz auftritt, letztendlich ihr Einkommen bestreiten können. Und aufgeschlüsselt eben nochmals nach Nationalparktouristen im engeren Sinn ist es eben knapp 530 Personen beziehungsweise eben bei den sonstigen Nationalparktouristen 1783 Personen, die jetzt eben hier drunter zu zählen werden. Auf Deutschland geguckt, ja, da passt das mit den Farben, zumindest bei mir im Bildschirm, total gut. Ja, in der Projektion leider nicht, wie ich feststellen muss, glaube ich. Das ist halt ziemlich hell, sodass ihr eigentlich in der Hauptsache diese Halbkreise und Quadrate erkennen könnt. Dahinter ist eigentlich noch eine Deutschlandkarte. Und wir sehen hier nichts anderes als dann eben die Ergebniszusammenstellung, was jetzt das gerade genannte, nämlich die Einkommensäquivalente einerseits und dann nochmals die touristischen Strukturen im Sinne der Besucherzahlen andererseits in Form der Quadrate hier für alle Nationalparks in Deutschland eben uns zeigen soll, wo wir eben nochmals diese Dominanz der Meeresnationalparke sehen können und wo wir dann eben auch die weiteren Regionen hier abgetragen haben. Einer fehlt noch, ob er kommt, jemals sei mal dahingestellt, irgendwann bestimmt, ja, der Hunsrück-Hochwald, der als eben jüngster Vertreter jetzt hier bei dieser Momentaufnahme noch nicht mit vertreten ist und sein kann. Damit möchte ich zum Fazit kommen und letztendlich kurz nur eigentlich Ihnen mit auf den Weg geben, dass das, was wir jetzt hier gesehen haben, erstmal ja, das ist, was jetzt hier so relativ weit oben firmiert, nämlich eine Art Wirkungsanalyse darstellt. Also erstmal zu gucken, was ist denn passiert und wie steht es denn eigentlich um den Tourismus in deutschen Nationalparkregionen. Der zweite Schritt, der ist dann zum Teil schon erfolgt. Ja, da haben wir dann aber auch als Universität Würzburg gar keinen Einfluss darauf. Das obliegt nämlich dann, sage ich mal, den jeweiligen Verwaltungsstellen, daraus dann eben Rückschlüsse zu ziehen und entsprechend ihre Maßnahmen dann womöglich umzusetzen. Und was spannend wäre und wo auch die Uni Würzburg dann nicht mehr aufscheinen soll und muss und
ist dann der Punkt, was jetzt beispielhaft schon mal gezeigt wurde für Berchtesgaden oder auch eben für die Müritz, wenn man das Ganze mit einem gewissen Abstand dann einfach nochmals ähnlich macht, um dann festzustellen, wie haben sich denn die Dinge entwickelt, welche Veränderungen gibt es, haben eventuell Maßnahmen, die man dann auf Basis eben einer Erstaufnahme, wie sie jetzt hier stattfand, haben dann die Maßnahmen eben ja, Platz gegriffen und sich entsprechend bewährt, oder gibt es eben Dinge, die man vielleicht nicht so gerne sieht, beziehungsweise die sich so entwickelt haben. Und da komme ich dann auch noch, Herr Wanninger hat es ja schon auch an anderer Stelle mit anderen Fragen gezeigt, eben zu einer Geschichte dann eben, die wir jetzt jüngst dann noch gemacht haben für den Bayerischen Wald unter anderem, eben jetzt, wie sich sowas dann auch im Zeitverlauf entwickeln kann, wo man gegebenenfalls auch solche Zahlen dann zumindest dann in der Argumentation heranziehen kann, wenn es dann eben darum geht, solche Gebieten eine gewisse Akzeptanz auch oder akzeptanzfördernd eben als akzeptanzfördernde Maßnahme eben sowas durchzuführen, wenn entsprechend Ergebnisse dann eben auch sich darstellen, ist eben jetzt, was wir hier für den Bayerischen Wald einfach sehen können. Hier haben wir die Momentaufnahme, drei Zeitschnitte, 1988 nur für das damalige Altgebiet, dann 2007 und 2018. Und was wir hier eben sehen, ist nichts anderes als eben das, was Herr Wanninger, glaube ich, auch als Sonntagsfrage auch bezeichnet hat, nämlich diese Fragestellung, inwiefern eben ja, die Leute, sofern sie am nächsten Sonntag die Entscheidungsfreiheit hätten, eben für ein Weiterbestehen des Nationalparks plädieren würden oder eben für dessen Abschaffung. Und da kann man, denke ich, eine sehr schöne Entwicklung für den Bayerischen Wald hier eben auch jetzt sehen, dass wir mittlerweile bei einer Übereinstimmung sind, eben was das Gesamtgebiet angeht, also was das Bestehenbleiben angeht, von beinahe 86%. Und das bezieht sich in dem Fall jeweils wirklich nur auf die örtliche Bevölkerung, also die umliegende Nationalparkgemeinden, die jetzt in dem Fall befragt werden. Herr Wanninger hatte das Ergebnis gezeigt, wenn man dann bayernweit gefragt hatte, dann sind es 96%, die für ein Bestehenbleiben votieren. Und in dem Sinne und mit diesem letzten Ausblick eben auf das, was vielleicht auch solche Zahlen bewirken können, möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.